Hallo YouTube zu einem neuen Unboxing der Lootchest im August. Haben wir September? Ja, wir haben September. Ich habe die noch nicht geöffnet. Lootchest hat auf ein Item gewartet und die haben es jetzt wohl bekommen. Oder wir haben ein Ersatz-Item. Bin gespannt. Auf alle Fälle haben wir die Plusbox, wie immer. Ich bin gespannt, was drin ist. Auf alle Fälle haben wir ein Glas, kann ich schon mal sagen. 10 Euro Rabattgutschein, aha. Auf irgendwas. Das zeige ich euch jetzt. Ach, hier, Gutscheincode ist hier unten. Dann 10 Euro Rabattgutschein auf die Gamerbox von U3Me. Ich halte den Gutscheincode mal zu. Mache ich schon von da rein. Dann haben wir da drin Essen, Trinken, Red Bull, Eistee von Rauch. Okay, finde ich geil. Kaffee Latte. Okay. Interessant. You try me. So, ansonsten, DPD hat hoffentlich gute Arbeit geleistet. Sie sieht zumindest nicht zerdrückt aus. Ich habe bei ein paar YouTubern und Streamern letztes Mal gesehen, dass die Loot Chest echt kacke aussah. Nee, die Gadget sah kacke aus, ne? Die Loot Chest geht eigentlich immer gut. Ist eine kleine, feine Box. Hier ist Made in China 32221. Könnte werden das Digital-Item, auf was man erwartet hat, ne? Ist eine Normal and Cold Glas, kenne ich so auch noch nicht. Hier seht ihr erstmal, wie es aussehen soll. Mit Cold seht ihr denn, wie gewisse, ich glaube, Nasenbluten, oder? Das ist irgendwas anders. Augen vielleicht? Ach so, und hier die Ellen ist im Hintergrund, klar. Wir machen es mal auf und gucken mal rein, würde ich mal sagen. Ja, ja, Faltwerk. Genau. Also jetzt ist es relativ weiß. Das soll normal sein und in Cold wird das hier alles rot und Nasenbluten hat sie denn. Das Nasenbluten erkennt man so, doch wenn ich jetzt das weiß und weiß, wo es ist, weil ich nochmal abgucke und so, sieht man eine kleine Abrauung, aber ansonsten vollkommen normal. Es ist nur das Bild, der Rest ist weiß. Ist aus Stranger Things. Ich könnte wetten, ich weiß, wie das gefallen könnte. Erstmal nachfragen, ob sie noch ein bisschen Tassen und Gläser brauchen. Immer die große Frage. Dann haben wir hier noch ein T-Shirt. Faser. Also wenn ich Faser lese, denke ich an Star Wars. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und wir schauen mal rein. Und das ist Star Wars. Kann es gar nicht so zeigen. Alles sehen. Doch, so geht es, glaube ich, oder? Ist ein T-Shirt Größe L. Bitte in die Kommentare schreiben, wenn ihr das haben möchtet. Obwohl, das werdet ihr wahrscheinlich nicht kriegen. Ich habe immer jemanden für Star Wars Kram aus dem Freundeskreis. Er steht quasi vor der Tür noch, bevor ich die Box aufmache. Wenn Star Wars Kram drin ist. So, wir haben noch eine South Park Figur. Wir machen mal auf. Irgendwas Cooles. Wir haben. Ja! Cartman! Und a Silver. Ich hoffe, ihr erkennt es einigermaßen. Noch mal so hier diesen. Kamera will es nicht sehen, ne? Die sieht zu für mich. Könnte auch so in der Folie liegen. Ach gut, geht gleich zu öffnen. Könnte ein Mädchen. Doch, ist ein Mädchen auf alle Fälle. Na, natürlich muss es Silber sein. Gut. Bitte sie. Ja, hier ist sie drauf. Einmal sie haben wir. Oh, bitte. Kamera, komm schon. Kamera hat sehr viel Bock wieder, merkt schon. Gut, ihr wisst genau, wie mich, wer gemeint ist. Sie hier und Cartman haben wir. Cartman im Asilook. Läuft. Ein bisschen aggressiv, ein bisschen sauer. Weil Mikrofigur ist. Woher die auch mal sind von Comedy Central, okay. Das war's. Gut, wir sind Bescheid. Dann haben wir ein Mario-Item. Kann man zum Schuhanfang, wie es aussieht. Ist jetzt schon ein bisschen her, würde ich mal sagen, aber hey, kleines Signal. Kugelschreiber vielleicht mit Yoshi-Design. Bleiernspitzer mit der Rakete und Bleistift mit allen Figuren aus Mario und Radiergummi, würde ich fast noch sagen. Das ist einmal so ein Set. Kann man hier so öffnen.
Ich denke mal, als Kind, als Gamer-Eltern perfekt. Und wenn man schon mal als Nerd ein bisschen was zeigen, was man hat, auch ganz cool. Und wir haben Dobby. Interessant, hör zu. Book Entry 3D Wood Model. Ist aus Holz, ist wertig. Wir hatten das jetzt erst letztens bei der Get Digital mit den Gebäuden, ne? Jetzt haben wir es hier mit Figuren direkt. Jetzt muss ich am besten holen wir irgendwann eine Kettensäge und senden es hier alles rein. Meine Güte, ist doch zum Heulen. So, hier sind die hölzernen Dinge. Ich hoffe, ihr erkennt's. Dann haben wir hier. Oh, da ist hier viel Tarn drin. Noch mehr Habtat. Denn hier eine Anweisung so ein bisschen. Da seht ihr dann, wie ihr zusammenstecken sollt. Also wie ein zerbrechliches Puzzle. Von 1 bis Bauschritt 21. 21 Bauschritte geht. Heißt, das sieht ein bisschen mehr als bei Lego. Dann haben wir noch andere hölzerne 3D-Modelle. Von Olaf über den Gauntlet von, ihr wisst, Marvel, Thanos und so. Dann haben wir hier auch gleich mal noch Iron Man. Hier unten habt ihr den Mac von D.Va. Dann haben wir Bioshock Big Daddy. Power Ranger Dragon Sword. Kenn ich jetzt so gar nicht mehr, aber gut. Pluto haben wir, Goofy haben wir, Mickey Mouse haben wir. Wir haben Holiday Collection Reindeer, also Rudolf wahrscheinlich, aber ohne rote Nase. Wir haben das Momentum San Francisco Golden Gate Bridge. Wir haben Momentum Collection London Big Ben. Würde meiner Freundin wahrscheinlich gefallen. Ninja Turtles, Star Trek, USS Enterprise und so weiter und so weiter. Also es gibt verschiedene Modelle. Dann haben wir noch Harry Potter. Den Hut. Weil wir jetzt gerade auch Dobby haben, dachte ich mir, erwähne ich mal. Dann haben wir den goldenen Schnatsch. Harry Potter Hogwarts Chest. Wir haben Harry Potter den Hogwarts Express. Wir haben den Niffler. Wir haben den Time Turner. Aus Star Wars haben wir den X-Wing, den AT-ACT, irgendeinen Bomber, den Death Star, den Todesstern und Millennium Falcon und einen BB-8. Zeige euch hier nochmal gerne. Ich weiß, wie gesagt, die Kamera hat heute ein bisschen wenig Bock, wie es aussieht. Deswegen rennt. Oh doch, ach, da macht sich scharf. Ja, nee, ist klar, wenn es um Star Wars und Dings geht, ist er dabei, ne? Hm, ist klar. Und hier habt ihr anscheinend ein Modell vom Batmobil. Was natürlich wieder uninteressant ist, die Kamera, du bist so random. Und dann haben wir hier noch ein Buch, ein Büchlein. Über die Geschichte von Dobby. Fuck, warte mal kurz. Who the fuck, das ist ja creepy. Also das ist noch einigermaßen putzig, so ein bisschen traurig, so ein bisschen wehleidig. Aber ich bin ihn hier. Achso, er ist ja eine Böse da, ne? Creature. The fuck, also. Nur mal so die Ekelbilder. Wir haben bald Halloween, ne? Falls ihr noch ein Cosplay oder so braucht. Oder ein Kostüm. Huse shit. Okay, mit Rüstung gibt es die Leute auch. Interessant. Gut. Das ist dann die Dobby Holzfigur. Wie gesagt, sind so. Wie viele Teile sind? Achso, einmal. Einmal so ein Ding. Ich schätze, demnach wird die Holzfigur so groß, würde ich sagen. Ich denke mal, so groß wird die Holzfigur. So, Dobby ist a free. Oh. Also das ist das Heft. Dann haben wir hier noch eine Riesenpostkarte. Zwei Riesenpostkarten. Ah ne. Einmal eine Riesenpostkarte. Wondering. Haben wir das hier? Das ist eine Postkarte im A4-Design. Finde, hat man nicht so oft. Finde ich gut. Finde ich interessant. Und Rezepte aus dem Auenland. Das Halblingskochbuch. Haben wir da einmal hier. Aber ansonsten ist. Das war's. Gut, wann? Gut. Das T-Shirt haben wir. Wir haben die Harry Potter-Figur. Wir haben den Mikrofriggers und was. Wir haben das Glas. Wir haben die Postkarte. Und das Set mit den hier Schuhanfangset. Gehen wir mal die Preisliste durch. Aber irgendwo muss noch ein Poster sein. Ach, hier ist Poster.
Wolverine Deadpool, letzte T-Shirt, oder vorletzte T-Shirt, ne? Finde ich fantastisch immer noch. Gut, dann sind wir bei T-Shirt für 19,95. Da die Holzfigur für 14,95. Die Mikrofriggers kosten 9,95. Okay. Wir sind also hier bei 20, 30, 40, 45. Das Glas für 12,95. Und das Schulanfangsset für 6,95. 45, 55, 56, 57, 58. 58 und 7 sind wir bei 65 Euro. Im Schnitt ein bisschen weniger. Ich mache, wie gesagt, Liste dürfte schon wieder hier sein. Wahrscheinlich diesmal hier, weil so viel Platz ist. Die Postkarte ist umsonst. Ja, ihr habt. Das Plus-Item ist das Glas. Also gleich das erste war schon das Plus-Item. Und ansonsten, das Poster ist halt noch da, das finde ich ganz cool. Das war's dann diesmal. Eine kleine, feine Box. Das T-Shirt ist, wie gesagt, wahrscheinlich weg, würde ich ganz krass vermuten. Das Glas weiß ich nicht, da muss ich erst nachfragen. Das Set hier, ich sag mir gerne mal, ob ihr ein Kind habt, was es haben möchte. Ansonsten, die Box hat eigentlich auch schon jemand gewonnen, also die Zusammenstellung der Box. Ich zeige jetzt erstmal den ganzen Kram, der da ist. Und dann kann ich euch sagen, was noch in die nächste Box kommt, die ihr im September gewinnen könnt. Genau. Jetzt die Get Digital und Loot Chest im September. Die sind dann wieder für euch zum Verlosen. Diese Box ist im Endeffekt ist schon verlost. Muss ich nur noch fragen, was ich jetzt aktiv aus allen den letzten vier Boxen haben möchte. Und dann würde ich mal sagen, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Das Video ist wahrscheinlich nicht vor um 10 am 3.9. da. Könnt ihr mal ein Setup gleich machen, wann ihr das Video guckt. Und dann freue ich mich auf das nächste Video, auf euch zu sehen. Ich denke mal, Get Digital ist am 15. dran und Loot Chest eigentlich so zwischen 10. und 20. Heißt, wir sehen uns vielleicht schon in zwei Wochen wieder. Ansonsten könnt ihr mich ab nächster Woche, heißt ab 7.9. ungefähr sehr oft auf Twitch sehen. Ich werde sehr oft live sein. Dort könnt ihr auch Punkte sammeln. Diesmal habe ich eine Dreier-Collection an Games für PlayStation 5. Und vielleicht werde ich dann auch noch im Oktober was raushauen und ähnliches. Ansonsten schaut gerne auf Instagram vorbei und bis zum nächsten Video. Tschüss! No, 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 no,